Hallo, die Damen und Herren, und weiter geht's mit einem neuen VOD. Und heute schauen wir mal ein bisschen auf die deutsche, ja, ich weiß nicht genau, wie ich es bezeichnen soll, ob ich das jetzt als Nachwuchsszene bezeichnen soll oder einfach mal auf Spieler mit Potenzial, whatever. Aber gucken wir uns mal ein paar Spiele von Leuten aus der Community an, die es in der Leiter auch relativ weit geschafft haben. Und zwar haben wir heute einen, der unter anderem auf Read More recht viel unterwegs ist, und zwar Diabolus. Er hat ein paar relativ geile Replays gepostet und ich habe mir die Dinger mal angeguckt und habe gedacht, hey, die Teile sind so geil, da machst du auf jeden Fall mal noch VODs dazu. Von daher schauen wir uns jetzt mal das erste Match von ihm an, und zwar auf Jungle Basin, und er hat es dort mit einem Sackspieler zu tun. Game on! Diabolus startet links oben als roter Protoss auf Jungle Basin und rechts unten sehen wir aktuell gerade Lalouche in Blau. Und er ist ja auch direkt mal mit seinem Overlord auf dem Weg nach links oben. Diabolus ist noch mit dem obligatorischen GLHF. Und auf Seiten von Lush kommt er nur ein What up? Von daher hoffen wir einfach mal, dass die beiden Jungs hier uns was zeigen können. Diabolus kratzt momentan mit seinem Account in der Master League an der 3000er-Grenze. Ist momentan, glaube ich, gerade bei 2900 angekommen. Und meint jetzt auch gleich mal, wenn ich gewinne, dann flame ich bitte nicht. Lalouche ist ja so ein bisschen dafür bekannt, dass er gerne mal die Fassung verliert. Und das vor allem dann, wenn er in einem Spiel mal den Kürzeren zieht. Das meinte ich auch gleich, nur wenn du nicht schießt. Da wollen wir mal gucken, was Diabolus sich so hat einfallen lassen. Und ob Lalouche dann letzten Endes auch mit dem Spiel zufrieden ist oder ob er dann wieder in seinen berühmt-berüchtigten Rage-Mode reinrennt. So, jetzt wird hier der Chit-Chat auch gleich mal weitergeführt, denn so ganz traut Lalouche dem Braten auch nicht und er kann sich schon vorstellen, dass Diabolus hier nicht mit aus seiner Sicht ganz sauberen Mitteln ins Spiel reinkommen wird. Aber gehen wir dem Protoss erstmal eine Chance, gucken mal, was er hier baut. Hat momentan den Pylon am Start, der Gateway folgt auf dem Fuße und in der Zwischenzeit ist hier gleich mal eine Scout-Probe auf Seiten des deutschen Protoss-Spielers in die Base von Lalouche eingedrungen und gibt hier jetzt als erstes mal der Drohne einen kleinen Headbutt, also einmal Elektroschock for free, und währenddessen verfolgt Lalouche gleich hier mal, Diabolus gleich mal Lalouches Probe, seine Drohne, und gibt hier erstmal seine Hatchery First in Auftrag, der Zerg-Spieler. Jo, die Probe ist hier nochmal ein bisschen am rumbattlen. Es meint ja auch gerade Lalouche Zerg sucks, dann soll er eine andere Rasse spielen, wenn er damit nicht zufrieden ist. Und währenddessen ist da Diabolus erstmal dabei, sein Assimilator sich zu holen. Hat hier neben den Gateway fast fertig, auch gleich mal ein Scout von einem Zerg-Spieler im Bilde. Ja, und währenddessen haben wir hier unten nochmal ganz kurz die Probe von Diabolus, der jetzt erstmal ganz kackendreistig hier noch ein paar Minerals geklaut hat beim Zerg-Spieler und sich jetzt erstmal aufmacht zurück in seine eigene Mainbase. Da hinten kraxelt noch der Overlord ein bisschen rumrum. Lahmarschig wie er ist, ist er jetzt erst so langsam aber sicher in der Nähe der Choke angekommen. Wir sehen beim Protoss-Spielern hier direkt mal den Cybernetics-Core und haut hier hinten noch einen Pylon rein, dass er auch gegen den Baneling-Bust hier einigermaßen safe ist, falls der hier durchkommt, dass er zumindest hinten noch einen Pylon hat, der die beiden Gebäude dann eben mit Energie versorgt. Währenddessen haben wir hier auch schon das zweite Gas für Diabolus und wir sehen rechts unten beim Zerg-Spieler den Spawning-Pool im Bau, hat sich also nach seiner Hatch First dann jetzt auch gleich das zweite Gebäude gegönnt. Die beiden sind auch fast zeitgleich fertig. Und währenddessen ist hier oben immer noch die Drohne unterwegs, schaut sich ein bisschen an, was auf Seiten des Protoss-Spielers passiert. Er gibt jetzt natürlich erstmal Gas im Warp-Gate-Upgrade, beim Warp-Gate-Upgrade im Cybernetics-Core, holt hier den Chrono-Boost raus. Und auf Seiten des Zergs sehen wir gleich mal Double Queen, einmal in der Main-Base und dann natürlich an der Expansion selbst. Während jetzt Diabolus sich den ersten Stalker gönnt, hinten nimmt der Overlord von Lalouche erstmal Position, wird sich dann hier oben erstmal ein bisschen einfinden, damit er einen schönen Blick auf die Expansion hat. Und auf der anderen Seite hat Lalouche zwischenzeitlich auch noch weitere Drohnen in Auftrag gegeben, um seine Core entsprechend hoch zu boosten. Wir werfen kurz Blick aufs Harvester-Tab, 22 zu 19. Momentan also noch alles relativ ruhig hier auf der Map, das wird sich bald ändern. Momentan, gerade sehen wir nochmal kurz im APM-Tab, dass Diabolus eigentlich eher so der Low-APM-Spieler ist, hat momentan 54 Average am Start und Lalouche gerade mal mehr als doppelt so viel. Zwischenzeitlich haben wir hier neue Gates dabei auf Seiten von Diabolus und jetzt kommt hier gerade nochmal fix die Probe vor und setzt hier einen Twilight Council. Der wird natürlich gescoutet von den beiden Linken hier, die haben das Ganze noch gesehen, jetzt meint Lalouche ja auch gerade, ah, okay. Alles klar, also Twilight Council für den Protoss-Spielern zusätzlich zu den Gates, die er eben an seiner Choke bereits gebaut hat. Von daher kann er sich ausrechnen, was jetzt kommt. 3 Gate, Stalker und Blink. Da hat momentan Diabolus ein bisschen bereut, dass er hinten keinen Pylon gesetzt hat, sonst hätte er versuchen können, das Ganze noch zu verstecken. Aber er meint jetzt auch gleich mal, ein paar DTs könnten natürlich auch drin sein. Das wird dem Zerg an der Stelle auch klar. Der hat mittlerweile seinen Roach Warren, den er in Auftrag gegeben hat, gerade abgeschlossen. Hier hinten steht er und sein Speed für die Linge ebenfalls
nochmal einen Auftrag gegeben, während seine Expansion auch einigermaßen rundläuft. Da kommt auch direkt mal das Blink-Upgrade für den Protoss, der ressourcentechnisch bei den Supply-Zahlen auf 41 beziehungsweise gegen 41 antreten muss, mit seinen aktuell 32. Hier unten Warp-In-Pylon auf Seiten von Diablos. Der will jetzt also hier früh seine Attacke starten. Hat in der Zwischenzeit Blink zur Hälfte durch, baut nochmal ein paar Pylons. Und währenddessen sehen wir hier den Creep-Spread beim Zerg-Spieler, der natürlich jetzt auch erstmal auf ein paar Units setzt. Holt jetzt eine Roach nach der nächsten. Die Overlords sorgen für den Supply. Jetzt neue Warp-Ins beim deutschen Protoss. Und der warpt hier nochmal schnell eine Stalker-Runde rein. In der Zwischenzeit ist Blink fast durch. Der Speed für die Linge lässt auch nicht mal allzu lange auf sich warten. Und jetzt ist hier Diablos gerade am Start. Hat natürlich immer die Möglichkeit, hier in diesem kleinen Cliff drüber zu blinken. Jetzt allerdings erstmal ein kleiner Blick an die Rampe. Und hier wird das Creep weiter gespreadet vom Zerg-Spieler, während wir natürlich jetzt bei ihm auch noch ein paar Linge sehen. Also Kombination aus Roach und Linge gegen die gegnerischen Stalker, die jetzt erneut reingeworbt werden für den Diablos. 59 Supply für den Zerg, 45 für den Toss. Und der blinkt hier direkt mal rüber, geht auf die Eco an der Expansion, killt ja die ersten Drohnen raus. Da kommt in der Sekunde auch gleich mal der Lusch angerannt. Versucht ihn natürlich jetzt hier in die Ecke zu drängen und hier immer wieder kleine Vorstoß auf Seiten von Diabolus, versucht hier die Expansion rauszunehmen. Da muss natürlich auch erstmal der Zerg seine Drohnen zurückziehen. Jetzt hier nochmal schönes Blink, die angeschlagenen Units werden hier direkt rausgezogen. Ziemlich elitäres Micro auf Seiten von Diablos, macht er nice, verliert hier trotzdem nur ein, zwei Stalker. Und hier nochmal schön geblinkt, nutzt hier also den kleinen, die kleine Kluft hier neben, um seine Units in Sicherheit zu bringen. Neue Warp-In-Runde bei ihm, 47 Supply trotzdem nur für den Deutschen, 64 für den Zerg-Spieler, der jetzt hier mit dem Creep-Spread ordentlich was gerissen hat. Und da sind natürlich seine Roaches extrem schnell unterwegs. Jetzt geht er hier nochmal ganz kurz die Choke hoch, da kommt der Blink, nimmt hier oben nochmal kurz ein paar Roaches auseinander und zwischenzeitlich baut hier der Zerg weiter nach, geht auf ein paar Linge und setzt auch nochmal Roaches in Auftrag, während jetzt hier an der Choke langsam aber sicher mal der Fight entbrennt. Da muss jetzt natürlich auch Lalouche ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu stark fightet, denn hier hat momentan natürlich Diablos schön die Chance, immer wieder seine Units zurück zu blinken und das macht er auch momentan. Arbeitet hier super mit seinem Micro und rettet eine Unit nach der nächsten. Die Schilde können sich wieder regenerieren. So bislang guten Job auf Seiten von Diablos. Neuer Creep-Spread jetzt beim Zerg, aber da wird auch gleich der Tumor gekillt. Jetzt kommen hier nochmal ganz kurz die Roaches rein. 62 zu bleiben auf Seiten vom Zerg gegen 43 bei Diablos. Er verliert nochmal ein paar Stalk, aber wieder schön zurückgezogen und da muss aktuell der Zerg richtig federn lassen. Lalouche mit Problemen, kriegt es allerdings Reinforcements von allen Seiten, stürmen sie jetzt auf die Stalker zu und da zieht sich jetzt Diablos auch zurück und setzt sofort wieder den Blink ein, wenn hier oben die nächste Runde Stalker reingeworbt wird und jetzt orientiert er sich direkt nochmal an die Expansion rüber. Blink ist in der Zwischenzeit wieder ready, nochmal ganz kurz die Choke hochgespickt und jetzt haben wir hier auch nochmal die Roaches bei Lalouche, die sie jetzt hier nach vorne wagen, inzwischen mit Queen Support. Da blinkt sich Diablos nach oben, kickt nochmal ein, zwei Roaches, zieht sich hier jetzt zurück, verliert keinen Stalker, hat er schön gemacht momentan. 45 Supply gegen 66. Er ist immer noch weit hinten, was die Supply-Zahlen angeht. Beim Harvester-Count ist Lalouche mit knapp 8 vorne. Nicht allzu viel. Jetzt geht's hier nochmal schnell auf die Stalker und wieder mal mit Blink. Richtig geil von Diablos. Richtig cool, wie er hier mit seinem Micro ankommt. Setzt hier seine Units immer wieder nach hinten zurück. Die Choke runter. Die Roaches kommen einfach nicht ran mit ihrer Dreier-Range. Und zwischenzeitlich hat Lalouche jetzt auch schon den nächsten Spinecrawler einen Auftrag gegeben. Versucht hier jetzt ein bisschen eine Front zu beziehen an der Choke. Und währenddessen haben wir hier oben die zwei Pylons. Neue Units reingeworben, mittlerweile ein bisschen Salat-Unterstützung. Und geil wie er ist, kommt jetzt auch schon der Dark Shrine. Diablos, coole Sau, geht her, holt sich den Dark Shrine, versucht jetzt eben genau das wahrzumachen, was Lalouche vorhin auch schon gemutmaßt hat, dass es hier eben nicht nur die Blinkstalker gibt, sondern hier vielleicht auch noch ein paar Dark Templar. Jetzt kommt hier wirklich der Dark Shrine mit rein. Das ist natürlich sehr geil. Diablos merkt auch, dass er hier mit Blinkstalkern allein wahrscheinlich nicht erfolgreich sein wird und geht jetzt hier in den Technomat dazu über. Kickt hin und Overlord jetzt wieder an die Expansion runter. Ein paar Drohnen müssen dran glauben. Die Zerglinge da vorne werden es ebenfalls nicht lange machen. Da kommt er nochmal ran, nutzt die erhöhte Reichweite aus seiner Stalker und kickt hier nochmal ein paar Units über den kleinen Abgrund hinweg. Der Dark Shrine ist zwischenzeitlich fast fertig und wenn wir nochmal ganz kurz auf die Supply-Zahlen gehen, dann sehen wir, dass Diablos immer noch mit knapp 15 hinten dran ist, also Supply-technisch ist er nicht allzu weit, aber wir haben keinen Tech bei Lalouche, der setzt ja voll auf Tier 1 und jetzt hat er natürlich demnächst ein richtig dickes Problem an der Backe, wenn ja der Dark Shrine fertig wird. Wenn dann die Dark Templar kommen, hat er absolut nichts zum Detekten. Also da verliest er sich aktuell wirklich ein bisschen sehr auf seine Roaches. Jetzt kommt der Tech für ihn, allerdings sehr, sehr spät. 83 Supply hat
Theater. Neue Warp-Ins, da kommen sie, da sind gerade die Dark Templar drin. Und da rennt in der Sekunde auch Diablos direkt mal rein in die Main-Base. Das sollte jetzt Lelouch eigentlich fast schon sehen. Rennt hinter, attackiert hier hinten erstmal die Hatch. Und währenddessen kommen hier kurz die Zealots nach vorne rein. Der Spinecrawler hilft aus und da unten stehen die Stalker. Während jetzt natürlich sofort Lelouch reagiert und seinerseits unten eine Evo-Chamber baut. Die Stalker ziehen sich zurück gegen die Roaches. Lelouch will hier jetzt kontern mit einem eigenen Angriff. Da unten ist die Evo-Chamber im Bau. Da oben gerade eben ist die Hatch down gegangen. Und jetzt orientieren sich natürlich die Dark Templar direkt mal nach unten zur Expansion. Rennen unten rein und da dauert es immer noch eine ganze Weile. Die Evo-Chamber ist hier gerade fertig geworden. Jetzt kommt zwar mittlerweile eine neue Hatch, die er baut, und zwar hier in der Base und setzt auch direkt mal seine Spore-Crawler. Aber trotzdem, die Expansion wird ebenfalls noch fallen. Das ist natürlich jetzt bitter für Lelouch, hat beide Income-Gebäude hier verloren und währenddessen versucht der Zerg hier oben in die Base vom Protoss einzudringen, aber sieht natürlich auch, da kommt er so nicht durch, nicht mit den Stalkern, die von hinten Stellung beziehen. Und währenddessen hier unten jetzt nochmal der Versuch, hier die Spore-Crawler zu killen von Diabolos. Der ist jetzt in der Zwischenzeit auf 65 gegen 69 Supply. Und da sind auch die Dark Templar mit dabei, werden gekillt von den Drohnenkombinationen mit der Queen. Also detected durch die Spore-Crawler. Und dann war es das auch mit den Jungs. Und jetzt sorgt erstmal Lelouch dafür, dass hier keine weiteren Warp-In-Runden kommen durch den Protoss-Spieler. Und der muss jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Hat hier extrem geil gespielt in dem Spiel bisher. Tolles Micro bewiesen mit seinen Stalkern. Und natürlich der Dark Templar Tech hat sich richtig ausgezahlt. Hat beide Hatches killen können. Und aktuell versucht Lelouch das Ganze wieder zu retten. Da hinten allerdings schon mal der nächste Dark Templar wieder mit in der Base von Diabolus. Und da geht's, in der Base von Lelouch natürlich. Diabolus Dark Templar geht sofort auf die Evo Chamber und versucht die hier zu killen, damit keine weiteren Spore-Crawler kommen. Zwischenzeitlich ist ja auch die Hatch fertig geworden. Jetzt muss natürlich Lelouch so schnell wie möglich schauen, dass er hier einen Tech an den Start bringt, damit er eben nicht nur sich auf die Spore-Crawler verlassen muss, sondern auch Overseer an den Start bringen kann. Da ist der Tech schon dabei und währenddessen geht unten die Evo Chamber gerade down und weitere Roaches sind im Bau für den Zerg. Während jetzt allerdings auch Lelouch das Problem hat, dass Diablos hier Konsequenzen zieht und aus seinem Vorteil einmal einen Nexus rausschlägt, mit dem er jetzt versucht, seinen Eco-Vorteil weiter auszubauen. Denn den hat er in der Zwischenzeit in der Tat, dadurch, dass er hier dermaßen Schaden an der Eco seines Kontrahenten machen konnte. Wir schauen allerdings nochmal aufs Harvester-Tab, da gleichen sich die beiden momentan an. Er ist hier nochmal in der Zwischenzeit, also der Dark Templar unten mit dabei. Und jetzt kommt eigentlich auch ziemlich cool von Diablos. Er geht es her und baut hier oben jetzt eine Robotics Facility. Hat natürlich auch gesehen, dass sein Kontrahent fast nur Roaches baut. Wir gucken mal kurz auf die Unit Counting Station. Da haben wir 21 Roaches bei Lelouch. Und Diablos ist hier einfach nicht so stupide, dass er mit dem Kopf durch die Wand will und jetzt nur über Stalker das Ganze lösen will, sondern er baut jetzt hier auch nochmal eine Robo. Und jetzt kommt hier Lelouch an mit Faggot. Da geht also wieder mal, ja, da geht mal wieder sein Temperament mit ihm durch. Lelouch direkt mal dick am Flame. Kommt hier an und Diablos findet es wohl nur zum Lachen. In seiner Situation natürlich auch sehr geil. Er ist im Vorteil, das weiß er auch, ganz klar. In der Zwischenzeit ist jetzt hier 2-Tech durch und wir sehen hier gleich mal ein Infestation Pit, während da unten zwischen die Hatchery nochmal gebaut wird. Und jetzt muss hier auch Lelouch langsam ein bisschen aufpassen. Daneben nochmal der Dark Templar, kurz am Spicken. Hier, der blinkt wieder mit den Stalkern, geht hier nochmal nach unten, versucht hier Units zu killen. Ressourcen technisch beim Supply, 81 gegen 86. Oh, zwei haben nicht mitgeblinkt und gehen hier mal direkt down. Werden direkt gekillt von Lelouch. Der hat in der Zwischenzeit übrigens noch keinen Overseer, sondern lediglich seine Overlords. Wartet noch, bis er dann den Overseer wirklich dringend benötigt. Und Lelouch hat das Problem, dass hier jetzt auch einige Sentries stehen. Und das kann natürlich für ihn eng werden, denn er wird vom Protoss gerade richtig schick contained und muss jetzt überlegen, wie er da rauskommt. Und an seiner Stelle würde ich mir hier überlegen, nicht nur eben den Speed für die Roaches zu holen, sondern direkt auch gleich mal noch Tunneling, Claws und eben Burrow, damit er in der Lage ist, hier unter etwaigen Force Fields durchzuburrowen. Weil ansonsten könnte das jetzt echt haarig werden für ihn. Auf Seiten von Diablos haben wir aktuell auch noch keinen Observer. Von daher hat eine Robotics Facility, hat er bereits schon. Die zweite ist bereits im Bau. Und jetzt kommt hier nochmal Nummer 3. Also er will es jetzt dann wirklich wissen und sich hier mit Immortalen ins Spiel bringen gegen die Roaches. Denn es sind natürlich mittlerweile einige auf Seiten vom Zerg-Spieler. 27 Stück. Dem gegenüber stehen aktuell 12 Stalker, ein paar Sentries und eben die Zealots. 9 Stück, die er noch reingewarpt hat. Die Expansion für Lelouch steht wieder. Aber auf der anderen Seite ist auch Diablos in der Zwischenzeit ordentlich dabei, was sein Income angeht. Wir hüpfen da mal ganz kurz drauf. 38 Harvester auf Seiten von
Diablo ist der deutsche Protospieler, also weit vorne dran, was den Count angeht, 29 beim Zerg, der in der Zwischenzeit, wie wir schon festgestellt haben, ziemlich angepisst ist. Und jetzt sind hier die Robotics Facilities gleich ready für den Protoss und der hat aktuell nochmal eine weitere Runde Zealots reingewarpt. Werden wir jetzt weitere Roaches sehen bei Lelouch, der hier immer noch nicht Tunneling Claws in Auftrag gegeben hat und offenbar auch Burrow nicht für notwendig hält gegen den Protoss, der ihn immer noch contained. Drei Mortals sind jetzt im Bau und die werden natürlich hier hat. Und jetzt kommt er hier runter, jetzt geht Lelouch hier die Choke runter, da kommt Diablos, da kommt das Force Field, das war doch mal sowas von klar. Guardian Shield, die nächsten Force Fields rattern hier rein, jetzt verliert er hier gleich mal seine ersten Roaches. Die Stalker setzen ihre höhere Range direkt mal unter Beweis und die Roaches gehen ja down. Was macht denn hier Lelouch? Der reibt sich hier total auf gegen den Protoss, der es sich natürlich nicht leben lässt, hier mit seinen Force Fields sich den Vorteil zu verschaffen. Da kommen direkt mal die Nächsten, die Infestors sind komplett ausgeschalten, da vorne fallen alle Roaches und jetzt droppt hier Lelouch im Supply direkt mal auf unter 70 runter, verliert hier alles. Was macht der denn? Da hätte er mit Tunneling Claws und mit Burrow so locker unten durchkommen können, aber nein, er versucht hier tatsächlich einfach mal straight forward die Rampe runterzulaufen und kriegt natürlich mitten ins Gesicht. Jetzt kommt der Diablos auch gleich nochmal rüber geblinkt und geht auf die Expansion, setzt hier erneut den Zerg unter Druck, vor allem seine Economy. Jetzt kommen hier die Infestors mit rein, setzen den Fungal an, aber das hilft ihm hier momentan auch nichts mehr, denn die Army auf Seiten von Diablos ist einfach mal viel, viel größer, hat hier aktuell nur noch 7 Roaches gegen sich. Die Stalker müssen jetzt zwar aufpassen, ziehen sich hier zurück, aber auf der anderen Seite hat Diablos mittlerweile noch weitere Immortals im Bau. Die Stalker ziehen sich erstmal zurück, da geht auch nochmal eine Roach down und währenddessen haben wir hier vorne gleich mal noch einen Overlord, der zerplatzt. Da sind auch weitere Sentries dabei, die setzen ja sofort die Force Fields. Natürlich will der Protoss hier nicht, dass der Zerg rauskommt. Selbst wenn Lelouch hergegangen wäre, wäre über die Rocks rausgegangen, was an sich schon nicht die prallste Idee ist, da er einfach einen extrem langen Weg hat und seine Base ungeschützt lässt, wäre es trotzdem besser gewesen, als hier die Choke runterzurennen, was absolut unverständlich. Und er macht's wieder, er macht's schon wieder. Und er verliert jetzt, wenn er Pech hat, direkt gleich mal die nächsten Roaches. Da kann Diablos jetzt super nochmal mit Force Fields arbeiten, da kommt bestimmt gleich das nächste. Hat allerdings jetzt auch seine Immortals mit dabei, die ersten drei. Die kommen hier jetzt direkt rein und nehmen alles auseinander. Die Roaches kriegen übelst das Brett ab. Und jetzt hilft ihm auch der Fungal nicht mehr. Da kann er vielleicht noch ein, zwei Zealots zusätzlich kicken. Aber da droppt inzwischen der Zerg auf, ja, 30 Supply weniger runter. 85 gegen 53. Also richtig bitter jetzt für den Zerg. Da sind zwischenzeitlich, sind hier 6. Da sind 6 Immortals dabei. Und Lelouch übelst am Flamen. Und ja, Diablos nimmt's mit Humor, lacht sich hier den Ast ab, geht in die Bay, zerlegt alles, nachdem hier Lelouch schon seine Variante des GGs geschrieben hat und jetzt aus dem Spiel rausgegangen ist. Netter Win für Diablos, verdient geworden und sehr cool gespielt vom deutschen Protospieler. Lelouch im Rage-Mode also, verlässt das Spiel, zieht Leine, hat's hier übelst besorgt bekommen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, und sich dabei echt saudoof angestellt. Ich meine, er hätte in der Situation so viele Optionen gehabt, wie er aus diesem Contain ausbrechen kann. Er hätte hier mit den Roaches einfach mit Burrow arbeiten können, er hätte hinten über die Rocks gehen können, hätte einen Nidus-Kanal bauen können, er hätte selbst sogar noch die Option gehabt, herzugehen und sich einfach mal für die Overlords die Sack-Ability erforschen können und dann an der Seite droppen können. Wären alles valide Optionen gewesen, genauso wie ein Tech auf Hydras, wo er dann noch ein bisschen die Range zumindest ausnutzen kann und deutlich besser die Choke runterkommt, als wenn er hier Roach-Only spielt. Aber er rennt wirklich stupide diese Rampe runter, lässt sich mit den Force-Fields dann einfach splitten mit der Army. Und Diablos, ich meine, der Junge, der hat sich natürlich auch nur gefreut, der stand einfach nur da, konnte wahrscheinlich sein Glück gar nicht fassen, denkt sich so, ja, Junge, wenn du mir so ins offene Messer reinläufst, dann kriegst du natürlich die Packung, so wie sie dir verdient hast. Und dass dann Lelouch wirklich noch flamed, ist natürlich schon etwas dreist. Aber okay, er hat ja manchmal sein Temperament, das mit ihm durchgeht. Ich glaube, in der Situation war er einfach auch schon so angefressen, dass er den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen hat und dann einfach nur noch den A-Klick nach unten gemacht hat. Jedenfalls für uns natürlich cooles Game gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr das Spielchen gut fandet, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auf YouTube den entsprechenden Thumbs Up reinhaut oder mal noch einen Kommentar schreibt, was ihr gut, was ihr schlecht fandet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, lasst krachen und bis demnächst.